Zunächst den Vortrag von Professor Dr. Lorenz Böllinger. Herr Böllinger ist eben kurzfristig heute erst angereist und muss auch nachher wieder abreisen. Daher wäre es zeitlich ein bisschen eng geworden. Herr Böllinger, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich denke, nicht wenige von Ihnen werden ihn längst kennen. Herr Böllinger ist erstmal emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie. Und er ist vor allen Dingen jetzt schon seit einiger Zeit aktiv im sogenannten Schildower Kreis. Eine Initiative auch von Strafrechtler, 120, 122 Strafrechtler auf die Initiative hin, die eben ein Expertennetzwerk gegründet haben und die sozusagen gegen das Drogenprohibition sozusagen argumentiert. Er hat sich auch für eine Petition im Deutschen Bundestag eingesetzt, wo es darum geht, eine Enquete-Kommission zur Überprüfbarkeit der Strafbarkeit des Cannabiskonsums oder überhaupt der Drogenprohibition zu führen. Und ich freue mich sehr, Herr Böllinger, dass Sie uns auch hier auf dieser Tagung jetzt mit Ihrem Beitrag aus der Sicht des Strafrechtlers informieren. Sie haben das Wort. Okay. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und freue mich sehr, hier in Berlin zu sein. Kleine Vorbemerkung, eben wurde ja schon erwähnt, dass ich Mitglied und Sprecher des Schildower Kreises bin, einer interdisziplinären Gruppierung von Experten und Praktikern, die irgendwas mit illegalen Drogen zu tun haben. Wir haben keine Petition, sondern eine Resolution formuliert, die sich direkt an den Bundestag richtet. 122 von etwa knapp 300 Strafrechtsprofessorinnen und Professoren haben das unterschrieben. Das ist doch ein erheblicher Anteil. Wir sind der Meinung, auf heutigem Stand der Rechts-, Human- und Sozialwissenschaften ist das Betäubungsmittelgesetz verfassungswidrig. Hier unsere Gründe. Verfassungsrechtlich begründet ist unser Appell vor allem im herausragendsten Prinzip des Grundgesetzes, nämlich dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Daraus ergibt sich die Überprüfungspflicht des Gesetzgebers, einmal bei Erlass eines Gesetzes und dann erst recht, wenn ein Gesetz eine Zeit lang gewirkt hat oder in Kraft war, ob es überhaupt gewirkt hat, seiner Zweckbestimmung gemäß. Gesetze, welche die Grundfreiheiten der Bürger einschränken, müssen inhaltlich und wissenschaftlich begründet sein, und im Verlauf ihrer Anwendung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden. Auf deutliche Veränderungen der sozialen Wirklichkeit, zum Beispiel der Folgebereitschaft der Bevölkerung und in der Wissenschaft, muss der Gesetzgeber reagieren. Dogmatisch, rechtsdogmatisch operationalisiert ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip in drei sogenannten Unterprinzipien, nämlich Geeignetheit, Erforderlichkeit und Proportionalität in einem engeren Sinne. Das heißt, die Gesetze müssen geeignet sein, den Zweck zu erreichen, der darin damit beabsichtigt ist, und sie müssen auch erforderlich sein. Es darf keine entsprechenden oder besser geeigneten Alternativen geben. Und schließlich muss man immer im Sinn behalten, dass Strafe das größtmögliche Übel ist, welches unser Staat dem einzelnen Bürger zufügen darf. Es müssen also sehr erhebliche Verletzungen von Rechten sein, um den Staat zu legitimieren, so heftig einzugreifen. Deswegen also Proportionalität des Eingriffs, Übelszufügung, Strafe oder Androhung der Strafe im Verhältnis zu dem Delikt, welches fremdschädigend begangen sein muss. Ich komme da noch darauf zurück. Verfassungsrecht ist Abwägungsrecht. Die verschiedenen betroffenen Freiheiten und Interessen sind auf empirisch-wissenschaftlicher, interdisziplinärer und systemanalytischer Basis herauszukristallisieren, zu gewichten und entlang dieser genannten drei Teilprinzipien abzuwägen. Es gibt in der gesellschaftlichen Wirklichkeit keine Ideale, und auch die Folgen staatlichen Handels sind in die Abwägung einzubeziehen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Cannabis-Entscheidung von 1994 das Betäubungsmittelgesetz für verfassungsgemäß erklärt. Es legte in damals willkürlicher Auswahl den lückenhaften Wissensstand zugrunde. Dabei hatte der Betäubungsmittelgesetzgeber 1971 auf Druck der USA ohne eigene wissenschaftlichen Belege und Begründung unüberprüft die Vorgaben der UNO Single Convention von 1961 in das Gesetz umgesetzt. 20 Jahre danach ist der Wissensstand enorm gewachsen. Es muss also eine Neubewertung stattfinden, um dem Gesetz erstmalig eine verfassungsrechtliche Grundlage zu verleihen. Dazu im Folgenden einige interdisziplinäre Aspekte.
Diese könnten auch Grundlage einer eventuellen Enquete-Kommission oder einer Evaluation durch den Bundestag sein, so wie es eigentlich genuin in einer Demokratie sein müsste. Zunächst mal zur Geeignetheit, zur Frage der Geeignetheit. Mittels Strafrecht wollte der Gesetzgeber die Rechtsgüter Volksgesundheit und soziales Zusammenleben schützen. Drogenangebot und Nachfrage sollten eliminiert, zumindest reduziert werden. Zunächst ist festzustellen, Drogen blieben verfügbar. Seit 1971 hat sich die Verfügbarkeit nicht nur nicht verringert, sondern ständig gesteigert und verbilligt. Die Mutmaßung, dass alles ohne Prävention, ohne Prohibition noch viel schlimmer wäre, wird durch internationale Empirie widerlegt. Angebot und Nachfrage bleiben von gesetzlichen Regelungen nahezu unberührt. Schon dieser Befund genügt eigentlich, um das Betäubungsmittelstrafrecht als ungeeignet zu erkennen und andere Wege zu suchen. Es gibt aber weitere Gründe für die Ungeeignetheit des Strafrechts. Vor allem mit manifesten und potenziellen Gesundheitsschäden wird die Pönalisierung, also die Strafbarkeit jeglichen Umgangs mit illegalisierten Drogen, legitimiert. Die epidemiologische Datenlage und Theorieentwicklung zu Drogenwirkung und Abhängigkeit widerspricht eklatant. Wissenschaftlich besteht nämlich Einigkeit, die Wirkung einer Droge auf das Individuum hängt von drei in dynamischer Wechselwirkung stehenden und ständigem Wandel unterworfenen Dimensionen ab. Einerseits die biochemische Substanz mit ihrem spezifischen Wirkungsspektrum, dann die individuelle Disposition, Persönlichkeit und drittens der Kontext, also die Situation des Konsums, das umgebende soziale und normative System. Auf Englisch, wo die Theorie auch herstammt, Drug Set and Setting. Die Skala zwischen unproblematischem Konsum, abhängigem und gesundheitsgefährdendem Gebrauch ist sowohl hinsichtlich der Substanzen als auch der Gebraucher und der umgebenden sozialen und normativen Systeme unendlich diversifiziert. Besonders bedeutsam ist jedenfalls die Dosierung, denn erst die Dosis macht das Gift. Dementsprechend wäre gesetzgeberisch in realitätsgerechter Weise zu differenzieren. Illegale Drogenkonsummuster zeigen vielfältige Verlaufsformen. Bei allen Drogen, einschließlich Alkohol und Tabak, ist ein individuell und sozial verträglicher, weil moderater, gelegentlicher, kontrollierter Konsum möglich, gegebenenfalls lebenslang. Es kommt eben auf die Interaktion von Drug, Set und Setting an. Über alle legalen und illegalen Drogen hinweg lässt sich eine relative Konstante feststellen. Circa 5% der jeweiligen Gebraucher werden psychisch und oder körperlich abhängig, langfristig gesehen, abgesehen von den körperlichen Schäden infolge von Alkohol- und Tabakkonsum beispielsweise. Anders als bei chronischen körperlichen Krankheiten bleibt letztlich nur ein geringer Prozentsatz lebenslänglich abhängig. Am höchsten ist dieser Prozentsatz wegen der massiven körperlichen Abhängigkeit und somatischen Schädigungswirkungen beim Alkohol. Bei Gebrauch von reiner, kontrollierter Substanz sind der Heroin- oder Methadongebrauch sowie der moderate Cannabiskonsum hingegen zeitlebens ohne massive körperliche Schädigung möglich. Ausstieg ist und bleibt abhängig vom Kontext und vom freien Willen natürlich. Wer als Palliativpatient die Wohltat von Opiaten genoss, ist bei Entlassung aus dem Krankenhaus objektiv betrachtet abhängig, aber schon wenige Tage danach in der Regel clean. Die Kriminalisierung des Drogenabhängigen hingegen bewirkt eine negative Eigendynamik, sowohl im Setting des Gebrauchs als auch in Wirkung und Nachwirkung. Der psychische Stress ist ein ganz anderer, die Gefahren steigen durch Unkontrollierbarkeit immens und so weiter. Die diagnostizierte Suchtkrankheit wird zwar in den gängigen Diagnoseschlüsseln als eigenständige Krankheitseinheit kategorisiert, jedoch ist damit lediglich ein Oberflächensymptom benannt, welches unterschiedliche psychische Störungen und multiple interagierende soziale Bedingungen zugrunde liegen. Realistisch eingeschätzt wird heute die Gefahr, dass früher jugendlicher Cannabiskonsum den Ausbruch von latenten Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis fördern kann. Gerade die tatsächliche Schwarzmarktverfügbarkeit von undefinierbarer Substanz macht aber Kontrolle und sinnvolle Beratung und Therapie unmöglich. Man könnte jetzt auch hier ausführlich noch Stellung nehmen zu der Frage, ob Cannabis in diesem Sinne ursächlich ist. Da ist wohl inzwischen Einigkeit, dass eine gemeinsame Ursache möglicherweise einem intensiveren Cannabisgebrauch und dem Ausbruch von Psychosen dann zugrunde liegt, wenn Jugendliche sehr früh anfangen zu konsumieren.
Hinsichtlich des zweiten, er ist vom Bundesverfassungsgericht neu gefundenen Rechtsguts soziales Zusammenleben, ist Folgendes anzumerken. Die Störung des sozialen Zusammenlebens beruht vor allem auf übermäßiger Angst von durch die Kriminalisierung hysterisierten, über die realen Dimensionen des Cannabiskonsums unaufgeklärten Eltern. Bei jugendtypischen Experimentier- und Risikoverhalten gibt es zwar Konflikte in der Familie, regelmäßig, aber keine, die das Zusammenleben insgesamt bedrohen. Es ist also die Prohibition, welche weitgehende Störungen, wie zum Beispiel den Rausschmiss eines Kindes, erst bewirkt. Weitere Aspekte der Ungeeignetheit, sie resultiert auch vor allem oder sehr wesentlich aus unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Unbeabsichtigten Nebenwirkungen der Drogenprohibition. Aus dem eben Gesagten ergibt sich, dass körperliche und psychische Schädigungen durch Drogenkonsum je spezifisches Resultat eines komplexen psychosozialen Wechselwirkungszusammenhangs sind. An diesem haben die durch die gesellschaftlichen Strukturen der Prohibition, also dem Setting, bedingten Ursachen einen sehr erheblichen Anteil. Vor allem die Kriminalisierung bewirkt direkte Gefährdungen und Schädigungen der Konsumenten, vor allem mangels Kontrollierbarkeit der Substanz und gefährlichen Verschnitts, Überdosierung als häufigste Todesursache bei Heroin, HIV-Infektion, Hepatitis und so weiter. Und ganz allgemein mangels Verbraucher- und Gesundheitsschutz sind diese Risiken hoch. Es gibt keine Herstellungskontrolle, keine Vertriebskontrolle, keine Beipackzettel. Es gibt nur inadäquate Behandlung bei Problemen wie Überdosierung und so weiter. Die Drogenrepression ist enorm teuer. Vergleicht man die Kosten für Repression mit den Ausgaben für Hilfen, ergibt sich ein extrem disparates Verhältnis von ungefähr 8 zu 2 oder 9 zu 1. Außerdem weisen etwa 10% unserer gesamten Staatsausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einen Bezug zu illegalen Drogen auf. Und ca. 40% aller Strafvollzugsinsassen verbüßen in irgendeinem Zusammenhang mit illegalen Drogen, insbesondere wegen Beschaffungskriminalität. Weiterer Aspekt der Ungeeignetheit: Das im Entkriminalisierungsgebot des Bundesverfassungsgerichts von 1994 ist misslungen. Damals wurde ein bisschen die Kriminalisierung relativiert durch eine Freistellung angeblich des Eigengebrauchs in geringem Ausmaß. Die polizeiliche Kriminalstatistik weist gleichwohl für 2013 eine sehr hohe Zahl von Drogendelikten aus. Von den insgesamt 6 Millionen Straftaten sind 4%, nämlich im Jahr 2013, 253.000 sogenannte Rauschgiftdelikte. Im letzten Jahr ist das nochmal weiter gestiegen. Jährlich steigt die Zahl ungefähr so um 3-7%. Aktuell sind 60 davon auf Cannabis bezogen. 2013 waren das 145.000. Die letzte Steigerung 7% gegenüber 2012. Und zwar fand die fast ausschließlich bei konsumnahen Delikten statt, also wenn es um Beschaffung, Erwerb und so weiter zum Eigenbedarf geht. 80% aller Cannabisfälle sind konsumnah. Cannabiskonsumenten sind erklärtermaßen Schwerpunkt der Polizeiarbeit, angeblich, weil das die beste Prävention sei. Weiteres Argument für die Ungeeignetheit sind globale Kollateralschäden. Ganz kurz nur dazu: Der von den USA erklärte Krieg gegen die Drogen ist gescheitert. Die USA geben 30 bis 40 Milliarden Dollar jährlich dafür aus. 50% der Insassen im Strafvollzug sind in irgendeinem Zusammenhang mit Drogen da drin, vor allem dann auch wiederum rassistische Einseitigkeiten, die dort feststellbar sind. Trotzdem werden so viele Drogen konsumiert wie nie zuvor und sie sind so billig wie nie zuvor. Rund 400 Milliarden Euro werden laut Internationalem Währungsfonds jährlich mit Drogenhandel umgesetzt. Wahrscheinlich noch vorsichtig geschätzt. Kontrolliert wird er von Mafiagruppen und terroristischen Organisationen. In Mexiko und anderen mittelamerikanischen Staaten hat der Drogenkrieg seit 2007 geschätzt 70.000 Tote gekostet und partiell Anarchie erzeugt. Die Opiumproduktion in Afghanistan hat trotz aller Gegenmaßnahmen immer weiter zugenommen und finanziert die Taliban. Die Drogenkriminalität mit ihren unangenehmen Ausformungen, zum Beispiel Wohnungseinbrüche und Raubtaten, hat zwar zunächst wegen der zunehmenden Erhältlichkeit der Drogen der Illegalen abgenommen, die Parallelen zur Alkoholprohibition in den USA der 20er Jahren sind aber doch deutlich. Die durch Schwarzmarktmechanismen
ökonomisch mächtigen Kräfte entwickeln globalisierte und faktisch unkontrollierbare Schattenwirtschaften mit weiterer Folge Kriminalität. Sie destabilisieren globale Finanzmärkte ebenso wie nationale Volkswirtschaften. Staatliche Strukturen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden durch die Drogenmafia korrumpiert. Grenzen zwischen legalen und illegalen Strukturen verschwimmen. Geldwäschekontrolle ist praktisch wirkungslos. Zu vielfältig sind Umgehungs- und Korruptionsmöglichkeiten. Mit dem Hawala-System existiert zum Beispiel ein unkontrollierbares Schattenbankensystem. So viel also zu dem Aspekt der Ungeeignetheit des Strafrechts im verfassungsrechtlichen Sinne. Nun zum zweiten Aspekt, nämlich der Erforderlichkeit. Wir sagen, das Betäubungsmittelgesetz als Strafrecht ist nicht erforderlich, um mit den Problemen adäquat umzugehen. Zunächst, es gibt zweckmäßigere Alternativen. Die genannte 9:1-Relation hinsichtlich Kosten für Repression im Vergleich zu den anderen drei Säulen der Drogenpolitik, also Harm Reduction, Prävention und Behandlung, zeigt, es gibt keine ausreichende Erforschung und Implementation alternativer Interventionsmöglichkeiten. Diesbezüglich ist die drogenpolitische Umsteuerung überfällig. An interdisziplinärer und interaktioneller Analyse von Drug Set und Setting sowie entsprechender Folgenreflexion orientierte Alternativen sind zwar verfügbar, da gibt es jede Menge Material sozusagen, erarbeitet von Praktikern und Wissenschaftlern, sie müssten jedoch Einzelfall- sowie substanzspezifisch implementiert werden. Neben etablierten Methoden von Prävention, Aufklärung und so weiter, Behandlung von Abhängigkeit, müssen insbesondere erwiesenermaßen erfolgreiche Harm-Reduction-Methoden weiterentwickelt werden. Beispiel für den Erfolg wissenschaftlich begründeter Politik ist die deutsche AIDS-Politik seit 1982. Ähnlich der Alkohol, natürlich auch trotzdem verbesserungswürdig, ähnlich der Alkoholpolitik geht es Erwachsene betreffend um die Förderung von Drogenmündigkeit. Forschung mit dem Ziel der Verbesserung der entsprechenden Methoden kann finanziell noch stärker gefördert werden. Etwas anderes gilt hinsichtlich der spezifischen Gesundheitsgefahren für Jugendliche. Zwar sind Erkenntnisse über Psychose, Auslösung und kognitive Schädigungen noch nicht abschließend bewiesen, schon ein begründeter Verdacht, dass Jugendliche bei regelmäßigem und hochdosiertem Konsum von Cannabis besonders gefährdet sind, muss aber ausreichen, hier besondere Maßnahmen des Jugendschutzes zu ergreifen, welche diejenigen der Alkoholprävention in Effizienz und Nachhaltigkeit übertreffen. Im Übrigen gibt es auch, um die Erforderlichkeit zu widerlegen, die Erforderlichkeit des Strafrechts, inzwischen viele faktische Feldexperimente mit Quasi-Legalisierung und daraus ablesbare Wirkung oder Nichtwirkung der Kriminalisierung. Wirksam waren hingegen, wie auch die Forschung zeigt, Regelungen betreffend Harm Reduction, zum Beispiel Drogenkonsumräume für Heroinabhängige. Ich lasse jetzt einen Abschnitt aus über die vielen Quasi-Feldexperimente, die es gegeben hat in Europa, insbesondere natürlich bekannt die Niederlande mit ihrem Coffeeshop-Modell, aber inzwischen haben auch Spanien, Portugal, Tschechien und andere Staaten erheblich liberalisiert, entkriminalisiert und haben nicht den Effekt gehabt, der dann immer hier als Teufel an die Wand gemalt wird, dass nämlich das falsche Signal davon ausgeht und dass der Konsum sich massiv verstärkt. Insbesondere die Niederlande sind ja das beste vergleichbare Beispiel, dass in den 30, 40 Jahren, seit die Regelungen dort in Kraft sind, der Konsum sich nicht nennenswert erhöht hat, sondern entlang anderer Mechanismen eben schwankt. Das sind eben gerade nicht die Gesetze, die Strafgesetze, die das steuern, sondern das sind Moden, das sind Trends, die dazu führen, dass hier der Konsum mal etwas zunimmt und dann wieder etwas abnimmt. Bei uns letztlich sehr gut beobachtbar am Beispiel des Alkohols, der jetzt eine Zeit lang doch viel eher in Mode war in der jungen Generation als nun Cannabis. Ein weiterer Aspekt, der zeigt, dass die strafrechtliche Abschreckung nicht erforderlich ist, die psychologische Forschung zur Wirkung von Gesetzen. Alle Studien beweisen, Drogenkonsumverhalten ist durch Repression, also durch Abschreckung und Angst vor Übelzufügung Strafe, überhaupt nichts zu mindern. Umgekehrt ist die Annahme aus psychologischer Sicht unhaltbar. Durch Legalisierung und entsprechend restriktive Regulierung würde das falsche Signal gesetzt.
die Tendenz, Drogen zu konsumieren, also erst erzeugt. Der gemessene Verbrauch ist jeweils durch jugendtypischen Protest, durch Neugier und Ausweichen auf leichter erhältliche oder transportierbare Substanzen mitbedingt. Eine große Rolle spielen jedenfalls spezifische Verhaltensweisen in lebensgeschichtlichen Umbrüchen, insbesondere der Pubertät, und damit einhergehende schichtspezifische, subkulturelle und vor allem auch gruppendynamische Prozesse. Gesichert ist auch, dass Strafrechtsnormen bei opferlosen Delikten, wo also allenfalls Selbstschädigung in Frage steht, keine Wirkung haben. Sonst wirksame, von Sozialisation abhängige Elemente wie Empathie, soziale Rücksichtnahme und Vernunft spielen hier keine Rolle. Wo es um Genuss, Gruppenzugehörigkeit und erst recht um Abhängigkeit oder Sucht geht, ist die Nachfrage nicht zu beeinflussen. Positive Generalprävention im Sinne bewusstseinsbildender Wirkung des Drogenverbots funktioniert hier nicht. Nicht die Tatsache und Intensität der Strafverfolgung, sondern jugendkulturelle Bewegungen, Moden, Peergroups sind für Konsuminzidenz und Prävalenz verantwortlich. Behauptet wird, das Suchtpotenzial von Cannabiskonsum sei durch die Anzahl der Kontakte zu Drogenberatungsstellen bewiesen. Vielfach ist dies jedoch Folge gerichtlicher Weisungen, ohne dass eine echte Indikation bestünde. Nun zum dritten Aspekt dieser verfassungsmäßigen Verhältnismäßigkeitsprüfung der Proportionalität. Auszugehen ist von einer veränderten Faktenlage ebenso wie von einer Entwicklung der verfassungsrechtlichen und strafrechtstheoretischen Erkenntnisse. Zunächst zur veränderten Faktenlage. Es muss vom Gesetzgeber ebenso wie vom Bundesverfassungsgericht erwartet werden, dass nicht nur der Schutz von Rechtsgütern in guter Absicht und idealisierender Weise mit traditionellen Mitteln der Strafzwecke, nämlich General- und Spezialprävention, in den Blick genommen wird. In die Abwägung einbezogen muss auch die Wirklichkeit, die wahren Folgen von Prohibition und Kriminalisierung, also die erwähnten Kollateralschäden. Der Kampf gegen Drogen kann nicht gewonnen werden, denn es geht um menschliches Verhalten als Objekt der Beeinflussung. Menschen werden immer Drogen konsumieren und dafür Risiken auf sich nehmen. Man kann nicht 4 bis 8 Millionen Gebraucher von Cannabis in Deutschland kriminalisieren, von denen 4 oder 5% maximal langfristig ein Abhängigkeitsrisiko haben. Solche Risiken können nur gesundheitsrechtlich angegangen werden. Gesundheitsorientiertes Verhalten lässt sich nicht durch Angst und Repression erzwingen. Wenn dem so wäre, müsste man mit guter Aussicht vor allem Alkoholkonsum, Essstörungen, riskante Sportarten und so weiter kriminalisieren. Das effektivste Mittel gegen den Drogenhandel ist, dem extrem profitablen Geschäft die Basis zu entziehen. Der einzig mögliche Weg dafür ist, den Konsum und das notwendige Maß des Handels zu legalisieren. Die Rahmenbedingungen können dann vergleichbar dem Arzneimittel-, Lebensmittel- und Chemikalienrecht gesundheits- und verbraucherschutzrechtlich angegangen werden. Solche Verwaltungsgesetze können dann durch Strafandrohungen flankiert werden. Sie müssen vor allem mit ausreichender Finanzausstattung implementiert werden. Nur die Entkriminalisierung von Drogen wird den mörderischen Kartellen allmählich den Boden entziehen können. Mit militärischen Mitteln lassen sie sich nicht besiegen. Restprobleme werden immer bleiben. Es gibt Schwarzmarkt und Schmuggel mit legalen Drogen und Medikamenten. Diese Dimensionen sind aber, wie die Erfahrung zeigt, beherrschbar. Die Vereinbarkeit eines Gesetzes mit den Menschenrechten kann nicht allein an den guten Absichten des Gesetzgebers gemessen werden. Auch durch die umrissenen Kollateralschäden können Grund- und Menschenrechte in unverhältnismäßiger Weise faktisch beeinträchtigt werden. Der Schutz unserer Bevölkerung vor dem Konsum gefährlicher Drogen rechtfertigt nicht die Inkaufnahme tausendfacher Morde, die Zerstörung und Zersetzung ganzer Staaten, die Unterwanderung des Rechts und der Wirtschaft durch kriminelle Investoren, die Finanzierung von Terror und Aufständen, die wachsende Macht krimineller Vereinigungen, um nur die schwerwiegendsten Folgen der Prohibition zu nennen. Angesichts seiner maßlosen Kollateralschäden darf der Krieg gegen die Drogen mit den Mitteln des Strafrechts so nicht weitergehen. Die Strafrechtsbewährung des Umgangs mit als illegal definierten Drogen ist mithin nicht mehr zeitgemäß. Sie verstößt gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip des Grundgesetzes in allen seinen Unterprinzipien. Ich
kommt gleich zum Schluss noch ein weiterer wichtiger Gedanke, der aus der Strafrechtstheorie und unseren verfassungsrechtlichen Grundprinzipien resultiert. Das grundrechtliche Prinzip nihil nocere, also der Staat darf seine Bürger nicht schädigen, findet heute allgemein stärkere Beachtung als noch vor 20 Jahren, als das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden hatte. Und es gibt eine größere Sensibilität und Skepsis gegenüber staatlicher Eigenmächtigkeit und Einschränkungen des Selbstbestimmungsrechts. Die Strafbarkeit des Umgangs mit Betäubungsmitteln widerspricht einer zentralen strafrechtstheoretischen und zugleich verfassungsrechtlichen Maxime. Strafrecht als Übel, als äußerstes Mittel der Lösung von sozialen und zwischenmenschlichen Problemen darf nur für Situationen erheblicher Fremdschädigung angedroht werden, nicht jedoch für von informiertem Einverständnis getragene Selbstschädigung. Die Logik und Dogmatik der Gefährdungsdelikte wird zum einen missbraucht, wenn der Gesetzgeber behauptet, die Volksgesundheit und das soziale Zusammenleben durch empfindliche Strafdrohungen schützen zu müssen. Jeder mündige Bürger konsumiert im Rahmen eigener Willensfreiheit, auch wenn er sich dabei selbst schädigt. Solche Schädigung betrifft aber nur den geringsten Teil der Drogenkonsumenten, welche den Gebrauch nicht steuern können. Im Übrigen sind die Schäden ja gerade durch Prohibition verursacht, wie gezeigt. Die allzu diffusen Rechtsgutdefinitionen Volksgesundheit und soziales Zusammenleben führen zu einem verfassungswidrigen Ordnungsstrafrecht. Mit aktuell diskutierten Vorschlägen einer pauschalen Kriminalisierung jeglicher psychotroper Drogen würde das Bestimmtheitsprinzip des Grundgesetzes unterlaufen und ein noch weitergehender Schaden für die Rechtsstaatlichkeit erzeugt. Ich komme zum Schluss. Mein Fazit: Die unterkomplexe, ungeeignete Drogenpolitik ist hinsichtlich der erklärten Ziele gescheitert. Die Konsequenzen der Drogenbekämpfung sind gefährlicher als die Drogen selbst. Der Staat schafft die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, ein Nährboden, innerhalb deren sich eine höchst destruktive Entwicklung entfalten kann. Wir haben seit langem ein massives Drogenpolitikproblem. Geduldet werden die Existenz, die Gewalt, die Anarchie des Drogenschwarzmarktes zulasten eines an sich möglichen Verbraucher- und Jugendschutzes. Die durch das Drogenverbot bewirkten gesundheitlichen und sozialen Schädigungen werden verleugnet. Die Fraktionen der Grünen und der Linken beantragten auf der Grundlage der Resolution der Strafrechtsprofessoren im Juni 2014 eine externe wissenschaftliche Evaluation der Drogenpolitik durch unabhängige Experten nach dem sogenannten Delphi-Prinzip. Nach einer ersten Lesung wurde die Frage an den Gesundheitsausschuss überwiesen. Meiner Einschätzung nach wird er angesichts der 80-prozentigen Mehrheit der Koalition letztlich nicht durchgehen. Deshalb ist weiterhin der Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission geplant. Die ist dann verpflichtend, wenn eine Minderheit im Parlament das fordert. Dabei würden allerdings die Zusammensetzung der Experten dem Parteienproporz im Bundestag folgen. Trotzdem erwarte ich dadurch eine Versachlichung der Debatte. Gegebenenfalls sollte der Gesetzgeber befristete experimentelle Gesetze mit programmierter wissenschaftlicher Evaluation wagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bröllinger, für Ihren, ja auch für Ihren Vortrag mal ohne PowerPoint-Folien, so aus einem Guss. Ich bin gespannt auf Fragen, die aus dem Publikum kommen, oder sind eigentlich damit alle Fragen beantwortet? Brockstedt, Suchtbeauftragter des Berufsverbandes für Kinder- und Jugendärzte. Sie haben eingangs unseren heiligen Paracelsus zitiert: Die Dosis macht, ob ein Ding ein Gift ist. Das heißt natürlich Dosis Fazit siat venenum. Die Dosis macht, ob ein Ding kein Gift ist. Auf gut Deutsch: Es gibt keine Substanz, die nicht auch giftig sein kann. Ein Messerspitze Kochsalz kann Leben retten bei Durchfall. Ein Esslöffel oder ein Teelöffel reicht, um ein zweijähriges Kind umzubringen. Das heißt, Sie könnten eigentlich noch viel weiter argumentieren: Es gibt keine Substanz, die nicht giftig ist. Vielen Dank für den Hinweis. Der Gesetzesentwurf der Grünen, diese 69 Seiten, habe ich mir also angetan, habe es mir durchgelesen, und dort steht ja auch drin, dass
also Sie die Meinung vertreten, dass 30 Gramm gekauft werden kann und 5 Pflanzen Eigenanbau erlaubt sind. Wie sieht es da rechtlich aus, wenn ein Eigenanbau weitergegeben wird, und wie sieht es in Bezug auf den Jugendschutz aus? Wie sind da die rechtlichen, wie ist da die rechtliche Seite, wenn an Jugendliche das weitergegeben wird? Zunächst mal muss man sehen, das ist ein Gesetzentwurf, der als Diskussionsgrundlage für das Parlament gedacht ist. Und im guten rechtsstaatlichen Sinne sollte darüber nun eine ausführliche Debatte stattfinden, die dann auch im genannten Sinne erfordert, dass man weitere wissenschaftliche Fundierung dieses Gesetzentwurfs entweder vorweist, wie das dann die Grünen tun müssten, oder aber einen Ausschuss, beispielsweise Gesundheits- und Innenausschuss, beauftragt, diese Materien sich anzueignen über Expertenanhörungen und dergleichen. Also ganz konkret kann ich deswegen nicht antworten, was hier nun die optimale Lösung wäre. Wir haben natürlich jetzt erstmal noch ein großes Feld, wo Jugendschutz zwar offiziell angekündigt wird, zum Beispiel betreffend Alkohol in den entsprechenden Gesetzen, aber die Implementation lässt doch sehr zu wünschen übrig. Da sind sich viele einig. Ich weiß aber aus anderen Zusammenhängen, es gibt inzwischen Forschung, insbesondere im Bereich der Sozialarbeit, die zeigen, man könnte viel mehr machen, ne? Man könnte viel effizientere Mittel anwenden. Dazu gehört nicht zuletzt auch Werbungsverbot und so weiter, um den Jugendschutz zu verbessern. Das wären dann wiederum Modelle, die auch für Cannabis anzuwenden wäre, aber eben substanzspezifisch. Man wird nie ganz verhindern können, dass Jugendliche dann, wenn es legalisiert ist, sich das besorgen über Erwachsene, die ihnen das zukommen lassen. Das wird man nie verhindern. Es geht heute mit Medikamenten und Alkohol schon genauso. Aber wir können mit Spannung erwarten, wie die Begleitforschung zum Beispiel in Colorado ausfällt. In einem, dem Staat ist als erstes in den USA jetzt eine völlige Legalisierung eingeführt worden. Weitere 3 Staaten sind gefolgt und Washington DC auch. Die haben schon jetzt gute Dokumente über die Evaluation der Wirksamkeit nach einem Jahr. Die haben Testkäufe gemacht und so weiter, haben natürlich Verfehlungen festgestellt, aber auf diese Weise kann man sich annähern an eine Optimierung des Jugendschutzes, der nie perfekt sein wird. Ja, ich hätte nur noch kurz eine Verständnisfrage. Sie hatten die Verhältnismäßigkeit des Betäubungsmittelgesetzes generell manchmal angesprochen und dann wieder auf Cannabis bezogen. Machen Sie da einen Unterschied zwischen Cannabis und den anderen Drogen, die im Betäubungsmittelgesetz mit geregelt werden? Und sehen Sie diese Verhältnismäßigkeit, die Sie angesprochen hatten, zur Erklärung der strafrechtlichen Verfolgung, nur in Kontext gesetzt, noch in einem anderen Thema, jetzt nicht Drogenpolitik, sondern in einem anderen Thema hier in Deutschland, auch so stark unverhältnismäßig? Also grundsätzlich haben die Strafrechtsprofessoren, die ja nun fürs Strafrecht zuständig sind und ihre Theorien auch anzuwenden haben und wollen, die anwenden wollen, gesagt, das Strafrecht ist generell für die Drogenverfolgung ungeeignet. Es muss natürlich dann nochmal genau geguckt werden, um welche Substanzen es geht. Und da muss für jede Substanz sozusagen eine eigene Forschungslinie eröffnet werden. Bei Cannabis ist es am weitesten gediehen, aber auch bei Heroin zum Beispiel haben wir ja ein etabliertes Programm inzwischen der quasi, also der Substitution zum einen und der Heroinvergabe an bestimmte Patienten in einzelnen Städten. Das heißt, wir haben faktisch eine Teillegalisierung, wenn man so will, ein merkwürdig widersprüchliches System, dass es auf der anderen Seite immer noch illegal ist und immer noch auch die Illegalität Drogentodesopfer fordert, leider Gottes. Aber auch es gibt Medikamententote, auch wenn unter Bedingungen der Legalität. Also von daher wäre unser Ziel, dass zunächst mal natürlich betreffend Cannabis, wo das am klarsten ist, eine Regelung erfolgt, eine Legalisierung, aber es müsste weitergehen auf jeden Fall, das ist intendiert. Die Forschung müsste weitergehen, dann die politische Behandlung des Problems im Bundestag müsste weitergehen. Das ist ein langfristiges Projekt. Okay, ich denke, dass wir jetzt einfach, um nicht zu sehr im Zeitversuch zu kommen, das damit beenden, Herr Böllinger. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag und auch für die Aufmerksamkeit nach dem Mittagessen. Ja, vielen Dank.